das in deiner Praxis einsetzen, dann würde ich ihm empfehlen, ein Gerät mit einer relativ guten Ladung zu kaufen. Ein funktionierendes Gerät, das ich nicht immer wieder, was weiß ich, für 10, 20 Euro neu bauen muss. Weil ich meine Elektrode aufbraucht. Nein, das ist ja klar. Die Elektrode verbraucht sie dann irgendwie in dem Prozess. Ja, das ist klar. Du hast, die Anode verbraucht sich grundsätzlich. Oder wenn du beispielsweise nicht gereinigtes Wasser hast, dann wird die Anode belegt und verliert damit im Prinzip die Leitfähigkeit. Okay, und Leo fragt jetzt nochmal, wo gibt es fertige Geräte? Du hast es schon gesagt, also Isomrot. Wie gesagt, kontaktiert Bioquell, besten Herrn Zurbeck, bestellt ihm liebe Grüße von mir. Okay. Also Bioquell zum Beispiel ist eine der Möglichkeiten, wenn man es nicht gleich selbst bauen möchte. Naja, und ausgesprochen spannend, muss ich sagen. Jetzt, in diesem Prozess entsteht auch, also habe ich zumindest in diesen Artikeln auf der Isomrot-Website gelesen, entsteht auch überschüssige Energie. Ja, gut, das ist ein Aspekt, der sehr interessant ist, aber zu dem ich noch nicht groß gekommen bin, das zu erforschen. Ich denke mir, was der nächste Schritt eigentlich sein sollte oder was ich machen wollte, ist, dass wir im Prinzip versuchen, dieses geladene Wasser dann noch aufzuspalten und daraus eben Knallgas zu gewinnen. Genau, das sieht man auch in diesem Video. Das ist echt sehr interessant. Also er hält Wasser und dann nehmen ein Feuerzeug und es knallt in der Natur. Also da wird einfach sehr viel Wasserstoff frei. Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist, wird damit genug Wasserstoff frei, um das Ganze effektiv zu halten? Und inwiefern kann man das machen, dass sich beispielsweise mehr Wasserstoff erzeugt mit einer niedrigen Energieeingabe? Naja, das ist... Das sind beispielsweise Forschungen, die Stan Meyer gemacht hat. Wie gesagt, der Filipino, der damit rumfährt, der Daniel Dingel, hatte auch im Prinzip dieses Geheimnis gelöst. Jetzt immer mehr gibt es, glaube ich, HE-Wasser oder wie das heißt, wo man im Prinzip mit einem Orgon habe ich keine große Ahnung davon, aber jedenfalls kann man damit auch Wasserstoff erzeugen, auf eine sehr einfache Art und Weise. Nein, ich hatte vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten eigentlich, eine Sendung zum Thema das Wasserauto und da sprachen wir auch über eine japanische Firma, die hat das was damit zu tun, vielleicht ebenfalls mit einem Katalysator, also die verwenden einen Katalysator und spalten Wasser on the fly, also währenddessen sie fahren und genauso viel wie sie brauchen, dadurch auch keine Explosionsgefahr, in Wasserstoff eben auf und betreiben somit dann in dem Fall keinen Verbrennungsmotor, aber betreiben somit dann einen Generator und dann eine Brennstoffzelle. Das heißt, wenn man da weiterforschen würde, fände man vielleicht auch einen Weg, wie man hocheffizient Wasserstoff aufspalten könnte. Und was mir jetzt da auch einfällt, ist die Joule-Zelle. Sagt ihr das was? Ja, genau, die habe ich eigentlich gemeint, die Joule-Zelle. Okay. Da steht ja dieses, ich glaube, HE nennen sie das, Wasserstoff. Oder HE-Lösung, die soll ziemlich heiß brennen, aber nur auf, auf YouTube gibt es jede Menge Videos, die verbrennen damit. Also das Schweißverfahren, ja, du sprichst jetzt auf dieses Schweißverfahren an, was keine Ahnung, 2500 Grad oder irgend sowas. Ja, genau. Extrem hohe Temperaturen, ja, da gibt es sehr viele Dinge. Und eben auch Versuche, wo man Joe Zelle, gab es auch einmal eine Sendung dazu mit einem Herrn aus Ungarn, sehr spannend. Und auch bei dieser Joule-Zelle fällt mir jetzt wieder die andere Parallele auf, dass der Gast damals davon erzählt hat, dass dieses Wasser Heilwirkung hatte. Ja, das ist möglich. Also ich denke mir, es gibt hier sicher irgendwelche Zusammenhänge, nur man muss es irgendwie mal erforschen. Und ich denke mir auch, wenn diese Lösung oder dieses HHE-Gas mit einer derart hohen Temperatur verbrennt, ab einer derart hohen Temperatur wird Wasser auch in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. In Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Ab einer höheren Temperatur wird sogar Wasserstoff in Helium umgewandelt. Unglaublich. Ja, Sonne funktioniert so. Da
Das heißt, man könnte, und geh bitte wieder näher ans Telefon, du wirst schon leiser. Das heißt, man könnte tatsächlich auch für die Energiegewinnung mit einer ähnlichen Technologie unter Umständen Dinge entwickeln, von denen wir heute nur träumen können. Und die natürlich auch völlig, ich meine, man spaltet das auf in Sauerstoff und Wasserstoff und bei der Verbrennung oxidiert es wieder und es kommt hinten mehr oder weniger wieder Wasser raus, die auch völlig umweltschonend funktioniert. Ne? Das auf jeden Fall. Nur ich denke mir, es wird eine Kombination von mehreren Technologien sein, die sogenannten Over-Unity-Effekte ausnutzbar machen werden. Dazu, naja, ich habe das ja bei unserem ersten Gespräch ja schon erwähnt, gibt es Geräte, es gibt die bereits auf dem Markt, die mehr Energie erzeugen, wie sie verbrauchen. Und es werden ganz normal von großen Herstellern wird das Ganze hergestellt und halt in Fahrzeuge eingebaut. Ja, du sprichst an, also sei noch vergessen zu erwähnen, Richard war ja, du warst ein Telefongast quasi, ein Höreranruf auf der Corp FM 200 Sendung. Ja. War Open End von mir zu Hause aus und ohne Brummen. Dort hast du auch über eine sehr spannende Geschichte erzählt, neben elektrochemisch aktiviertem Wasser, musste dich dann auch gleich einladen, weil mir das sehr interessierte, über ein von Honda entwickeltes Aggregat, das also ganz normal eingesetzt wird, das Over Unity, also das heißt, es entsteht mehr Energie, als da aufgebraucht wird, arbeitet. Also es wird, ich habe dir, glaube ich, mal die Unterlagen zugeschickt. Es wird von dem Gerät wird knapp 1 Kilowatt verbraucht. Und es werden 10 Kilowatt an Leistung abgegeben. Was also, genau ist das für ein Gerät? Das ist ein Gerät, das ist ein Elektromotor, der nach dem Newman-Prinzip, das im Prinzip von Joseph Newman entwickelt wurde, gebaut ist und der mit Hochspannung arbeitet und zwischen Getriebe und Verbrennungsmotor eingebaut ist. Mhm. Und so im Prinzip, das wird von Honda als Honda IMA-Technologie verkauft. Moment, das ist ein Generator oder was ist das für ein Gerät? Das ist ein Elektromotor. Ein Elektromotor, okay, das heißt, man gibt quasi 1 Watt Leistung rein und erhält aber eine Kraftwirkung von 10 Watt oder wie kann man das jetzt vorstellen? Ja, genau so ist es. Das ist 10 Kilowatt, wir reden von Kilowatt. Ja, okay, Watt. 10 Kilowatt, okay, das ist ja. Ja, aber Moment, also, und damit können wir dann ja wieder einen Generator rein, der dann. Damit könnte man beispielsweise einen Elektrolysegenerator antreiben, der wiederum Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet, das wieder als Verbrennungsprozess verwendet. Man kann dann viele Dinge miteinander kombinieren. Und dann quasi in einer Rückkopplungsschleife mit diesem Spaltprozess wieder Energie gewinnen und wahrscheinlich den ursprünglichen Generator damit antreiben. Ich meine, gibt es solche Überlegungen oder hat man das mal durchgerechnet? Oder? Sollte man machen. Also wie gesagt, diese Technologien gibt es, sie sind verfügbar und man sollte eigentlich damit mal was tun. Ich persönlich, ich habe dafür keine Zeit. Ich würde gerne Zeit dafür investieren, aber ich muss mich anderen Dingen widmen. Aber es gibt einiges an Möglichkeiten. Ich denke mir, es gibt da draußen sehr viele junge Leute, die gerne sowas versuchen würden, die gerne mal ihre Geschick ausprobieren würden. Leute nur tun. Neo schreibt da, das stimmt nicht. Ich bin schon den IMA Civic gefahren, man bekommt nicht mehr Energie, als man reingibt. Du sprichst jetzt nicht wirklich von dem, also das Auto, ist das ein Hybridauto oder wie? Ja, ich rede vom Honda Civic IMA. IMA, okay. Und das hat also einen normalen Verbrennungskraftmotor und dann hat es diesen Elektromotor. Genau. Den für was genau verwendet eigentlich dieses Auto? Der Verbrennungsmotor wird als im Prinzip als Leistungsunterstützung verwendet für den Verbrennungsmotor. Dadurch der Elektromotor meinst du, wird als Leistungsunterstützung für den Verbrennungsmotor verwendet? Genau. Okay. Okay, und das heißt, man hat dann quasi so rund 10 oder 14 PS mehr oder was? Man hat mehr Leistung und hat dementsprechend weniger Verbrauch. Aber natürlich verbraucht das Ding noch immer was und die, ja, aber... Schau, es wäre doch ganz einfach. Man nimmt nur diesen Elektromotor aus dem Honda, ja? Ja, also nur diesen einen Teil, also das war vielleicht jetzt das Missverständnis von Neo, der da diese Frage gestellt hat, ja? Nur diesen IMA-Motor? Man nimmt nur diesen Elektromotor von Honda und koppelt ihn, sagen wir mal, mit einem Generator.
Ja, und dann offensichtlich, wenn ich eine Kraftentwicklung von 10 Watt habe und aber nur 1 Watt reinsteckt, dann ja klar, kann ich mich selber wieder antreiben, wenn man irgendwie. Ja, dann entsteht ja im Prinzip diese Feedback-Schleife oder ja, diese Over-Unity-Effekt. Ja, zehnfach ist ja unglaublich. Einfach mal probieren. Ja, hast du das schon selbst ausprobiert eigentlich diesen? Ich meine, das ist so ein Ding. Ich habe es noch nie selber ausprobiert, okay. Aber ich habe diese Information damals, als das erste Gerät oder das erste Fahrzeug auf den Markt kam, direkt von Joseph Newman bekommen. Ja. Und der hat das im Prinzip in der Weise kommuniziert, dass ihm seine Idee oder seine Maschine hier von einer großen Firma gestohlen wurde, weil die Konfiguration, so wie das Gerät aufgebaut ist, genau dem entspricht, was Newman eigentlich in seinen Patentbeschreibungen darlegt. Okay, also der hat diesen Motor entwickelt und irgendeine große Firma hat sich das Patent geschnappt und plötzlich landet es im Honda Civic. Ja, genau, so ist es wohl passiert. Und ich denke mir, es ist gut. Auf der einen Seite, Joseph Newman hat halt die Maschine geklaut bekommen, aber auf der anderen Seite fahren jetzt mehrere tausend von diesen Autos umher und man kann die Motoren auch direkt beim Honda-Händler kaufen. Und wer gescheit ist, der kann sich die Dinge selber kaufen und selber ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ja, aber warum hast du das noch nicht gemacht? Du hast jetzt irgendwie einfach nicht die Zeit dafür, oder wie? Oder? Na, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's einfach gesehen. Ich hab gesehen, weil von den technischen Angaben, was Honda da angibt, da ist knapp 1 Kilowatt an Leistung, das da eingegeben wird von den Batterien. Und es kommen 10 Kilowatt raus. Und das kann man im offiziellen Datenblatt nachlesen? Ja, such selber, google das selber nach. Okay. Es ist tatsächlich erstaunlich. Was ist aus diesem Herrn Newman geworden? Nun, der Herr Newman kämpft immer noch darum, dass seine Maschinen anerkannt werden. Ja, das Schlimme ist ja, wie dieser Neo, also Leute, die mit diesem Auto fahren, merken das ja natürlich gar nicht. Ne? Weil das ist, er verbraucht halt ein bisschen weniger Sprit vielleicht, oder ja, ist halt ein Hybrid-Auto, aber im Prinzip ist jedem unklar, dass das Ding ja auch. Na, die merken das nicht. Und ich denke mir, genau das war auch der Zweck dieser Übung, dass man es nicht merkt. Man wollte auf der einen Seite einfach mal den Verbrauch minimieren von einem Fahrzeug und das als Hybrid deklarieren. Also glaubst du, dass das so die erste Stufe ist? Ich denke mir, es werden noch einige Stufen folgen, aber irgendwo muss es ja anfangen. Okay. Kannst du irgendwas zum Prinzip dieses Motors sagen? Dieser Motor arbeitet, so viel ich weiß, mit hoher Spannung und mit wenig Leistung. Also es wird nicht Leistung in die Spulen eingespeist, sondern hohe Spannung. Und dadurch arbeiten die Spulen auf einem kalten Prinzip. Das heißt, das System erwärmt sich sozusagen nicht. Und dadurch entsteht natürlich auch kein Leistungsverlust. Naja gut, ein Kilowatt halt. Also. Ja, 1 Kilowatt wird da eingespeist, ja. Aber 10 kommen raus. Und das ist eben das Verrückte. Also die PS-Zahl dann am sehr erstaunlich. Und man kann diesen Motor also wirklich überall kaufen. Man kann sie bei Honda nachbestellen. Ich habe mal bei Honda angefragt, was mich so ein Teil kosten würde. Genau, das ja. Rund um die 3.500 Franken gewesen. Das ist ja auch nicht besonders viel. Klingt dann wirklich noch. Naja, wenn das Ding hält, was es verspricht, na, ist es nicht so viel. So, was ich eigentlich damit bezwecke, oder sagen wir mal mit den Infos bezwecke, ist, dass die Leute eine Perspektive bekommen, mit der sie was tun können. Ja. Es geht nicht darum, ob ich recht habe oder ob. Es geht darum, dass die Leute selber feststellen, ob es stimmt oder nicht. Ja. Und das sind Ansätze und das sind Möglichkeiten, die man selber erforschen kann. Welche Ansätze verfolgst du denn sonst noch so? Mir geht es um vielerlei Dinge. Mir geht es darum, dass beispielsweise sich die neue Physik durchsetzt. Ich bin Mitglied im Hard Coherence Team und ich arbeite mit Dan Winter zusammen und wir versuchen im Prinzip neue Physik allgemein publik und gesellschaftsfähig zu machen. Kein leichtes Unterfangen, wie ich annehme. Nein, absolut nicht. Ja, und was versteht ihr jetzt alles unter